Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, es geht weiter. Wir waren das letzte Mal ja beschäftigt mit dem Lagerhaus. Und irgendwas dort hat unsere Zuckerrohrfarm geplättet, was auch immer das war. Wir stellen hier auf jeden Fall mal eine Fackel hin, damit das nicht wieder einfrieren kann. So, elendige Vandalisten. Naja, wie auch immer, dort hinten ist unser Lagerhaus, das wir das letzte Mal begonnen haben. Und vielleicht sollten wir gleich am Anfang ein paar Lagerkisten machen, denn wir sind schon ziemlich überfüllt. So, hier mal ein paar, am besten gleich so. Eine Doppeltruhe sollte mal für den Anfang reichen, aber nur für den Anfang. So, wie können wir das am besten lösen? Ich glaube, so wäre nicht schlecht. Dann würden wir die Fackel hier wegnehmen. Und wie schaut es dann aus? Diese Bretter, Ich weiß noch nicht, wie ich das genau machen will. Vielleicht so oder mit Stein. Ich glaube, mit den Holzbrettern sollte es doch gar nicht mal so schlecht aussehen. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Also hier machen wir mal eine Kiste mit Dreck. Genau. Dreckkiste kann also alles hier rein und den Weizen können, das Weizen können wir gleich auch noch entsorgen. Und zwar hier hinten bei unserem Kornspeicher. Und nebenbei gleich noch die Eier aufsammeln. So. Gut, dann können wir uns bald wieder Brot machen. Und das Schaf ist immer noch dort oben. Das wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens dort oben rumhängen, aber was soll's. Nun gut. Jetzt aber, damit wir nicht zu viel Zeit verschwenden, geht's wieder an die Arbeit. Und wir könnten gleich das Ganze mit Schildern ausstatten, aber ich will zuerst mal das Dach machen. Heißt tonnenweise Treppen, die wir noch machen müssen. So, mal schauen, ob es reicht. Aber wir haben ja das letzte Mal ziemlich viel Holz gefällt, also sollte es reichen. Nehmen wir 28 Stück, die werden nie reichen. Also, ja, mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen, aber zuerst will ich mal schauen, ob es klappt soweit. Ein Holzdach passt am besten, würde ich sagen. Dann ist es auch ein bisschen gleich wie unser anderes Haus und die Treppen reichen wirklich absolut überhaupt nicht. Nun gut. Dann versuchen wir es wenigstens noch zum Teil zuzubauen. Können wir auch dann noch die Kisten an die richtigen Positionen heranstellen und ja, hier der Baum sollte auch weg, der stört. Also von dem her haben wir schon wieder ein bisschen Holz, das wir hier abkloppen können. So. Ach, komm schon. Mist, Mist, Mist. So. Auf jeden Fall sollten wir hier noch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir sollten noch eine Menge an Treppen machen, um das Dach zu vervollständigen. Und der Rest des Lagerhauses wird ja im Keller sein. So. Mal schauen, wie das dann ausschauen wird. Ich hoffe mal gut. Aber jetzt zuerst mal, das sollte auf jeden Fall reichen. Aber wir müssen auch wieder Holz fällen gehen danach. Aber ich glaube, es reicht trotzdem nicht, weil wir haben ja dort drüben schon irgendwie 20 Stück verschwendet. Nein, verschwendet nicht wirklich, aber naja, wie auch immer. Hier alles schön ranklatschen und schon ist der nächste Stack aufgebraucht. Hier auf der Seite wird die Erde noch entfernt werden, zwar nicht jetzt, aber bald. So.
Ja. Und wir spulen den Song ein. Warum nicht jetzt? Wann dann? Nein. Ich lasse es lieber. Im LP singen ist nicht wirklich das, was die Zuschauer hören wollen, nehme ich an. Ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben, aber ich glaube nicht, dass das die meisten hören wollen. So. Das machen wir hier rein. Hier rein. Vielleicht mal ein bisschen Abwechslung, wobei die Dschungelhölzer will ich hierfür nicht verwenden. Was haben wir eigentlich noch in unserem Haupthaus in den Truhen? Das müsste man noch wissen. Wissen. So. Hier haben wir noch ein paar Treppen, die uns allerdings gar nichts nützen. Wir könnten natürlich das Ganze mit Steinziegeln machen, aber ob das so schön aussieht, vielleicht mit der Wolle. Mal schauen, ich probiere es mal mit der Wolle aus. Falls es hässlich aussieht, kann sie ja wieder weg. Das habe ich bei meiner Welt Fürstentum Dorna so gemacht, dass ich bei den Häusern Wolle eingebaut habe, so als diese alten Steinwände, die weiß waren. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt heißt, aber vielleicht schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das kann man so lassen. Dann mache ich das noch auf der anderen Seite und dann haben wir doch schon wieder ein bisschen Holz gespart. So. Perfekt. Dann kann die Wolle, nicht die Wolle, sondern die Treppen hier ran. So, voilà. Und noch eins, und noch eins. Und draußen kläfft wieder der Nachbarsköter rum. Und das jetzt wirklich, das ist kein Sarkasmus. Aber was soll's. Hier und hier und hier. So wie hier. Gut, dann haben wir ein noch hässlicheres Dach am Schluss, weil wir nur die Hälfte zugepflastert haben, aber was soll's. Wenigstens verstehe ich es, wie man Dächer baut, im Gegensatz zu jemand anderem, den ich jetzt hier nicht erwähne, da er sonst ja schon wieder zum tausendsten Mal erwähnt würde. Also von dem her lassen wir das mal hier. So. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine kleine Holzlieferung danach. Auf jeden Fall. So, 5 Holz werden nicht mehr reichen. Das heißt, wir werden doch mal rübergehen zu dem anderen Biom, solange wir noch hier Holz haben zum Äxte bauen. Sonst müssen wir das Holz wieder abkloppen und das mit der Hand, was nicht gerade angenehm ist. Also. Dort drüben sollte es ein paar anständig hohe Bäume haben. Und kaum hat man es gesagt, hat man diese Riesenmutanten hier, aber gut. Das sollte auf jeden Fall fixer gehen als mit den Tannen. Und falls hier noch Saplings rumfliegen, können wir die auch noch mitnehmen. Ah, ein Apfel. Ein kleines Frühstück kann hier auch nicht schaden. Unser Typ hier im Minecraft ist sowieso eigentlich viel zu wenig, also von dem her gönnen wir das dem mal. So können wir auch gleich noch ein bisschen Saplings sammeln. Und wie schon gesagt, die Frühstücksäpfel, oder? Ja, wie auch immer. Hier nicht das. Die Erde abbauen mit dem Beil, das wäre ungesund. Naja, ist wohl wirklich ungesund gewesen für das Beil. Hat den Geist aufgegeben. Aber das ist Wurst, denn wir können ja hier mit der Chuck Norris Handkante das Ganze auseinandernehmen. So, wie viel haben wir? 33 Stück. Ja, ist schon mal nicht schlecht, dann gehen wir zurück, sobald wir hier die Saplings gesammelt und platziert haben. Was war das denn? Naja, egal. Auf jeden Fall gehen wir hier zurück, nehmen den Apfel noch in die Hand und die Sonne geht tatsächlich schon wieder unter, das ist ja kaum zu glauben. Also, Mensch, das ist doch irgendwie ein bisschen unfair. Wenn man schon in der Bauphase drin ist und dann muss die Sonne sagen, gute Nacht und wir auch.
Aber wofür gibt es den Sport und das Bett? Und die Vandalen waren nicht mehr hier, zum Glück. So, hier rein und nicht in den Ofen. So. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ah. Guten Morgen, liebe Sorgen. Wir gehen jetzt wieder raus und bauen uns dort die Treppen. Und was habe ich dazu gesagt, im LP zu singen? Naja. Kein Creeper? Nein, kein Creeper. Dann geht's ans heitere Treppen bauen. Hier und hier und hier. So. 20 wird nicht reichen. 64 wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Gut, behalten wir das mal so. Vielleicht ist uns das Glück auch mal hold und wir schaffen es, das Dach zuzubauen. Dann können wir uns nämlich auch den Kisten widmen und unser Chaos aufräumen, das wir schon die ganze Zeit seit dem Anfang veranstaltet haben. So. Sollte reichen und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich zuvor gedacht habe. Aber das weiß ich ja schon seit meiner Creative Map, die ich bereits schon zum 10.000. Mal erwähnt habe, aber das ist jetzt ja Wurst. Hier und hier und hier, sowie hier und hier und hier. Der Abschluss, jetzt fehlen nur noch diese Holzdinger zum drüber tun. Aber diese Kohle können wir auch gleich noch holen. So, let's fetz rein und leggy leg. Hier die Holzstufen, die Treppen können hier rein, wobei behalten wir die gleich, dann können wir nämlich das Holzzeug noch in eine Kiste knallen. Was läuft denn hier? Die zweite Kiste, denn die erste Kiste wird eine Dreckkiste werden. Den Dreck werden wir sowieso genügend bekommen mit der Zeit. So, und jetzt langsam, aber sicher hier das Dach zu bauen. Ach Mist, was soll das? Rumbacken ist hier nicht erlaubt. Aber wie es ausschaut, hält sich hier niemand dran. Ach, Menno. Eine Axt haben wir auch nicht mehr. Das heißt, zurück zum Start oder back to the roots, wie auch immer. Hier uns schnell eine neue Axt craften. Natürlich haben wir kein Stein dabei, wollte ich sagen, doch das Glück ist uns hold und wir haben. So, Apfel Nummer 2 reinmampfen und dann geht's wieder rauf aufs Dach, um diese Hässlichkeit hier zu. Na, war ja klar. Die müssen immer noch so abgebaut werden, das finde ich ein bisschen dämlich, aber nun gut, das soll's. So, und das Dach finishen mit dem letzten Fehler und ja, ich weiß. So. Hier bloß nicht reinfallen. Und dann wären wir hier somit fertig mit dem Lagerhaus. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Kann man auf jeden Fall so lassen. Das hier, mal schauen. Vielleicht bauen wir das doch lieber mit diesen Brettern hier. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Mal schauen. Hier wieder einsammeln. Hier rauf, hier kommt die nächste. Dann würde ich sagen, etwa so wird das dann ausschauen am Schluss. Hier können wir auch noch vorfertigen. Mal schauen, für wie viel Truhen es reicht. Ja, es reicht für 1, 2, 3, 4 Stück. Allerdings wird es dort nicht gerade symmetrisch werden. Mal schauen, vielleicht baue ich hier ja noch eine Werkbank und einen Ofen ein, weil es nicht wirklich symmetrisch aussieht. Oder, wobei, man könnte doch, wenn man das hier so macht. Vielleicht habe ich da doch tatsächlich noch eine Lösung. Hier in der Ecke
Das habe ich dort ja auch so gemacht. All die Fackeln müssen jetzt wieder schwinden, oder besser gesagt verschwinden. Dann haben wir hier in der Mitte doch noch einen guten Platz. Naja. Mal schauen. Machen wir es mal so. Vielleicht fällt mir ja was Besseres ein später, aber ich würde sagen, das wär's für diese Folge gewesen. Wir sehen uns dann in der nächsten. Das war Let's Play Minecraft von Count Muku. Habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.